Huhu, Leute. Oh, guck mal, was da mit meinem Arm passiert. Ah, Spaß. Leute, wir haben uns extrem lange nicht mehr gesprochen. Extrem lange. Das Wetter hat sich geändert, Yoshi hat sich ein bisschen verändert. Es ist warm. Jula und Sansa dürfen auf dem Balkon. Das durften die eigentlich nie. Aber oh, die sind voll hyped. Yeah. Ja, ich sitze jeden Morgen mit denen zusammen auf dem Balkon. Ich frühstücke meistens immer und ja, trinke meinen Kakao. Und die zwei tingeln hier dann immer auf dem Balkon rum und schauen sich die Welt an. Es ist immer sehr, sehr gemütlich. Und heute ist es richtig warm. Richtig warm. Ich glaube, wir haben 24 Grad. 24 Grad, dass das nochmal miterleben darf. Auf jeden Fall habe ich sehr wenige Videos gemacht in letzter Zeit. Ich hatte eine Woche lang gelivestreamt. Das hat auch echt Spaß gemacht. Aber jetzt habe ich einfach keine Lust gerade. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Videos gemacht, weil ich keinen Bock hatte. Ich hatte letztens einen Bericht im Internet gelesen, in irgendeinem Forum. Ja, und da ist mir halt so aufgefallen, an sich sind halt meine Videos schon Kunst für mich. Und Kunst kann man halt irgendwie nicht erzwingen in dem Sinne, wisst ihr? Und ich weiß nicht, ich hatte die letzten Wochen einfach keinen Bezug zu meiner Kunst. In dem Sinne halt meine Videos. Ja, ne, so ist das. Und jetzt fliege ich auch noch in Urlaub. Ich fliege einfach wieder in den Urlaub, Mann. Uiuiui. Ich muss sagen, letztes Mal war ich, glaube ich, auf jeden Fall mehr aufgeregt, ins Flugzeug zu steigen, als dieses Mal. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten sogar. Voll krass. Ich muss sagen, ich habe irgendwie total die Schmetterlinge im Bauch und ich freue mich. Also ich freue mich tatsächlich ein bisschen aufs Fliegen, weil ich das halt wieder so als Herausforderung sehe. Und ich weiß nicht, das ist echt so, das sind so Schmetterlinge, so klar, ich habe schon Angst irgendwie, aber es ist halt was irgendwie diesmal so ein bisschen positiver, würde ich sagen. Also es fühlt sich irgendwie ein bisschen besser an. Ja. Ich bin auf jeden Fall total aufgeregt und ich freue mich. Ah, ich freue mich so auf Sonne und Meer und Palmen. Ah, das wird so geil. Mein kleiner Geist hier, der fliegt halt einfach so ein bisschen. So, der hat halt eine Animation bekommen, dass er so ein bisschen hoch und runter geht und seine Flügel bewegen sich halt. Und hör mal, ich habe vor 2-3 Tagen habe ich damit angefangen, aber total geil, wie ich das, also bis jetzt ist das total geil und das macht total Spaß, weil man kann sich da so austoben. So, also ich meine, Videos an sich ist ja, ne, du kannst ja über alles Videos machen, aber das erweitert halt nochmal so voll den Horizont von mir, finde ich so, weil du alles selber zeichnen kannst und alles selber in deine reale Welt bauen kannst. Und das ist einfach unfassbar cool. Ja, das alles, Leute, das sind so kleine Steps. Ja, das sind so ganz kleine Steps. Aber die sind halt echt bedeutend, so. Ich weiß nicht. Fliegen, wie gesagt, ist ein riesiger Faktor einfach. Was meine Ängste angeht, würde ich sagen. Und jetzt auch alleine die Fahrschule bis jetzt geschafft zu haben, so diese 14 Stunden Theorie, das ist einfach was Besonderes für mich. Und ich freue mich, dass ich das geschafft habe bis jetzt, ja. Ja, ich wollte euch einfach nur mal so ein kleines Update geben, so. Ja. Und sonst, geiles Wetter, ich werde jetzt frühstücken, ich muss neue Fingernägel machen. Krasserweise, meine Fingernägel, erstens, ein Mann, der Nägel hat, ne, also der die Nägel lackiert hat, das ist ja ein Wahnsinn, wie die Menschen darauf reagieren, ne. Du malst dir deine Fingernägel an und du bist automatisch schwul oder auf irgendwelchen anderen Planeten unterwegs, das ist echt lustig. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie ich das schaffe, aber der geht bei mir immer nach 3-4 Tagen geht der einfach ab, sofort. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber kein Plan. Okay.
Tommy Rex. Wir müssen gleich mal deine Vespa zeigen, wenn du fährst. Ich hatte hier, ich habe ultra lange kein Video mehr gemacht, aber wir haben, das habe ich doch sogar gefilmt gehabt mit dem Handy. Julie hat sich eine Vespa geholt und da sind wir an den Arsch der Welt, wobei das ging eigentlich von der Fahrt her. Wir sind da einfach hingefahren, haben uns die Vespa angeguckt und Julie hat die einfach sofort mitgenommen. Ich muss euch mal ganz kurz was erzählen. Julie hat sich einfach eine Vespa gekauft. Wir sind mal eben nach Solingen gefahren und ganz spontan haben wir eine Vespa geholt und die haben wir jetzt hier hinten drin. Die liegt da einfach hinten drin. Einfach so, komplett spontan. Geil. Ja, aber wir haben die einfach mitgenommen. Wir haben die einfach ins Auto gestopft. Zeig, der Helm ist auch krass. Kommst du an? Julia hat nämlich den ultra krassesten, der hat sich einfach den heftigsten Helm geholt für eine Vespa. Ja, müsst ihr euch einfach mal geben. Stell dich jetzt einfach mal ganz kurz vor. Eine Vespa, dann Julie und dann so ein Helm auf einer Vespa. Das ist halt einfach zu geil. Aber der ist halt auch richtig Killer, der Helm. Der ist einfach geil. Ja, muss ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Gleich, wenn Julie fährt. Das sieht einfach sehr lustig aus, wie Julie da drauf sitzt. So. Das ist einfach sehr cool, ja. Aber die Vespa ist auch ultra geil. Wenn ich dann jetzt meinen Führerschein habe, irgendwann mal, dann werde ich mir auf jeden Fall, glaube ich, auch eine holen. Und dann werden Julie und ich eine Vespa-Gang aufmachen, hier in Bergisch Gladbach. Also Leute, die von hier kommen, zieht euch warm an, dann wird's halt heftig. Wir müssen uns auch noch so schöne Jacken stricken und so Patches, die wir dann auf die Jacken machen. Rennkombi an. Ey, das wäre so lustig, ne? Stell euch mal vor, so, ihr geht einfach nur spazieren, dann kommen plötzlich so zwei Typen angebraust mit so zwei ultra gepimpten Vespa-Roller. Das wird so lustig aussehen. So einfach so, wie ich da drauf sitze, dann das sieht so cool aus. Bis das geile Gefährt an. So, das kommt jetzt hier in den Kofferraum. Das ist der Kofferraum. Na, ich fahre dann auf jeden Fall aber auch nach Hause. Ich glaube, vor allem meine Eltern wollten auch noch irgendwie was zu essen holen oder so. Die wollten Fastfood essen. So wie halt immer. Aber das Ding ist halt einfach ultra cool und ja. Ich muss aber auf jeden Fall muss ich mir halt auch eine Vespa holen, wenn ich den Führerschein halt habe. Also wie gesagt, ich habe halt jetzt schon 40, also ich habe die Theorie fertig, muss jetzt noch die Prüfung machen und dann. Wundervoll, beautiful. Wir verabschieden uns vom Racer. Hau rein, wir sehen uns. Ciao, ciao. Pass gut auf, fahr vorsichtig. Fahr nicht zu schnell. Fahr nicht zu schnell, Krieger. Guck mal, da ist der Marius. Wie geil, Alter. Es geht. Wie geht's dir? Es geht, Alter. Alles gut. Was, Alter? Dein Auto mehr? Tja Leute, was soll ich sagen? Ja, man trifft hier echt ganz schön viele verschiedene Menschen. Ja, haben wir noch den Marius getroffen. Boah, das Ding riecht so krass, ne? Heftig. Es wird einfach Sommer. Es ist so schön. Wir haben fast Sommer. Es fühlt sich wirklich an wie Sommer. Es ist so cool. Ich gehe übrigens hier immer über so einen Reiterweg, ne? Über so einen Reiterhof. Falls irgendeiner von den Reitermenschen das sehen soll, ich weiß, ich darf da nicht rübergehen, das Privatgrundstück, aber der Weg ist einfach toll. Explosions hitting my mirror.